Mein Leben als Zucchini, heute in Sehenswert. Ruhe, Kinder, ich bitte um Ruhe. Das hier ist euer neuer Kamerad, Icard. Zucchini. Ja, euer neuer Kamerad, Zucchini. Ich würde eher Kartoffel sagen bei dem Gesicht. Simon, das reicht. Willkommen im Haus der Springbrunnen. Ich will endlich wieder nach Hause. Das geht nicht, Zucchini. Aber es wird dir hier gut gehen. Hurra, hurra, hurra! Ich verspreche es dir. Das klingt doch wirklich gut. Bitte. Lass los! Was machst du denn, wenn ich nicht loslasse? Zucchini, sag doch auch was. Das ist nur, weil er verknallt ist. So ein Quatsch. Und du nervst mit deiner blöden Gabel. Na, Kartoffel, warum bist du hier? Weißt du nicht, wie selten Kinder, die schon so groß sind wie wir, noch adoptiert werden? Cool! Wir sind schneller! Mein Leben als Zucchini, das ist der Name eines neuen Kinderfilms aus der Schweiz. Mein Leben als Zucchini ist ein Animationsfilm in Stop-Motion-Technik, wie sie auch bei klassischen Zeichentrickfilmen verwendet wird. Nur mit dem klitzekleinen Unterschied, dass keine gezeichneten Bilder verwendet wurden, sondern Puppen zwischen jeder Aufnahme minimal bewegt wurden. Durchgehend sehr farbenfroh gestaltet, zeigt der Film die schwierigen Lebensumstände der einzelnen Kinder. Mein Leben als Zucchini ist aber auch nicht zu lang geraten. 66 Minuten beträgt gerade einmal die Laufzeit. Er wurde von der Schweiz ins Rennen um die Nominierung für die 89. Academy Awards in der Kategorie Fremdsprachiger Film gebracht. Außerdem wurde er für einen Golden Globe in der Kategorie Bester Animationsfilm nominiert. Die Musik ist ebenfalls super gewählt und es macht so einfach Spaß, den Film anzusehen. Mein Leben als Zucchini ist aber ein Film für das jüngere Publikum und ist eine klassische Du schaffst das Mutmachergeschichte. 8 von 10 möglichen Punkten bekommt daher Mein Leben als Zucchini. Für die Zuschauer in Deutschland und der Schweiz habe ich auch noch die Buchvorlage des Films in einer Verlosung. Um mitzumachen, müsst ihr nur eine Mail an sehenswert@sfdonline.de senden. Einsendeschluss ist der 28. Februar. Viel Glück! Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie uns auf Facebook und YouTube. Mein Leben als Zucchini startet ab dem 16. Februar in Deutschland im Verleih von Polyband und in der Schweiz im Verleih von Präsensfilm.